Wir haben sie alle, die Tage, an denen wir uns nicht gut fühlen, wo wir uns mal gestresst fühlen, mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und einfach merken, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Und heute möchte ich mit euch einen der kraftvollsten Mittel teilen, die die Natur uns mitgegeben haben und wo wir nichts brauchen. Weder einen Kaffee, noch einen Tee, noch eine extra Portion Schlaf. Und das ist der Atem. Mein Name ist Christoph Glaser und äh, zusammen mit meinem Team hatte ich in den letzten 20 Jahren das Vergnügen mit über 500.000 Mitarbeitern und Führungskräften zu arbeiten in Trainings, Coachings und Vorträgen. Und immer wieder merken wir, dass dabei ein wichtiger Schlüssel vergessen wird, den wir immer bei uns tragen. Lass uns da mal reinschauen. Was ist das Erste, was wir alle gemacht haben, wo wir auf diese Welt gekommen sind? Jede Mutter, jeder Vater wartet auf dieses erste Schreien des Babys. Und das Warten auf den ersten Schrei ist aber eigentlich das Warten auf diesen ersten tiefen Atemzug, den wir alle mal genommen haben. Denn Atem ist Leben. Und seither atmet jeder von uns, du und ich, 20.000 Mal pro Tag. Und jeder dieser Atemzüge beinhaltet ein unglaubliches Potenzial, was wir aber viel zu selten nützen. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Ich möchte das in vier Bereiche unterteilen. Erstens die Auswirkung des Atems auf unsere persönliche Energie. Wie gewinnen wir eigentlich Energie? Natürlich brauchen wir etwas zu essen, wir brauchen gute Qualität von Essen und trotzdem ist es so, dass wir ein paar Tage ohne Essen doch ganz gut leben können. Schlaf, die Qualität des Schlafes ist ganz entscheidend, aber wir können ein paar Tage ohne Schlaf doch auch leben. Wie ist es damit mit dem Atem? Wie lange können wir ohne den Atem leben? Nur ein paar Minuten. Der Atem ist mit Sicherheit die vitalste, die wichtigste Energiequelle, die wir haben und trotzdem sprechen wir. In der Regel gar nicht so viel darüber? Ist da nicht so viel Aufmerksamkeit darauf? Oder hast du schon mal am Morgen, wenn du ins Büro kommst oder wenn du deine Familie siehst, gesagt, okay, guten Morgen, wie geht's dir denn? Wie ist dein Atem heute? Ich glaube, das würde für Verwirrung sorgen. Aber wir fragen uns alle: Hast du gut geschlafen, gut gegessen? Und dementsprechend sagt heute die Wissenschaft, nutzen wir nur so irgendwie zwischen 60, 70 Prozent unserer Lungenkapazität. Eigentlich überhaupt kein ökonomisches Verhalten, wenn wir nur 60, 70 Prozent der wichtigsten Energiequelle nutzen. Und das Gute ist, es gibt Atemtechniken, wo wir ein paar Minuten in dieses Potenzial reingehen können. Und wenn dich das interessiert, dann habe ich dich hier verlinkt mit einer Technik. Das ist ein guter Ersatz für eine Tasse Kaffee. Der zweite Aspekt ist das Thema Fokus und Konzentration, Einer der wichtigsten Güter. Ja. Wir setzen uns an den Computer, wir wollen was arbeiten, wir brauchen die gute Idee, wir merken, wir schweifen ab. Das geschieht mehr und mehr. In 2004 war die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Mitarbeiters im Büro 150 Sekunden. Heute können Menschen nur, so, nur noch so ungefähr 40 Sekunden die Aufmerksamkeit halten. Eine unglaubliche Abnahme der Aufmerksamkeitsspanne hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Aufgrund des digitalen Arbeitens auch. Was können wir tun? Der Geist hat ja die Tendenz, in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu gehen. Das ist genial. Wir können planen, wir können lernen. Aber kennst du das, wenn du gestresst bist oder wenn du nicht schlafen kannst und wenn dieser Pendel des Geistes viel zu schnell und unkontrolliert hin und her schwingt, wenn du dir Sorgen machst über die Zukunft oder die Vergangenheit bereust, dann brauchen wir einen Anker. Und da kommt die Kraft des Atems ins Spiel. Der Atem ist immer im gegenwärtigen Augenblick. Wir beide atmen jetzt. Vielleicht nehmen wir mal beide einen langen, tiefen Atemzug ein und aus. Und die Wissenschaft hat gezeigt, wenn wir die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, der im gegenwärtigen Augenblick ist, dann kommt dieser Geist, dieser Pendel des Geistes sehr zuverlässig auch ins Jetzt. Und es gibt wohl nichts Wohltuendes, als ganz präsent zu sein. Ja, dann sind wir am glücklichsten, dann sind wir am performantesten. Eine McKinsey-Studie hat gezeigt, dass wenn wir ganz im Jetzt sind, sind wir fast fünfmal... Produktiver. Und wenn dich diese Themen interessieren, dann lade ich dich ein, den Kanal zu abonnieren, weil da findest du viele andere Videos, die richtig schön in die Tiefe gehen. Der dritte Aspekt ist das Thema Entspannung und Loslassen können. Wie ist deine Schlafqualität derzeit? Wie gut und wie zuverlässig ist es dir möglich, runterzukommen, loszulassen, nachdem du richtig Vollgas gegeben hast? Das können wir trainieren, und der Schlüssel dazu ist die Aktivität des autonomen Nervensystems. Und der Trick ist, wir können das autonome Nervensystem nicht willentlich beeinflussen. Oder kannst du dich mit richtig großer Autorität in den Schlaf kommandieren? Das funktioniert eben nicht. Aber der Atem ist der zuverlässigste Weg, das autonome Nervensystem und den Teil, der dich entspannen lässt, zu aktivieren, den Parasympathikus. Wenn du also beispielsweise lang und tief ein- oder ausatmest. Wird der Parasympathikus aktiviert, das Stresslevel sinkt, der Blutdruck wird leicht reduziert und dein System beginnt sich zu entspannen. Und dann geschieht das, was du vielleicht willentlich nicht herstellen kannst, diese tiefe Entspannung ganz natürlich von innen heraus. Und es gibt eine Vielzahl von sehr kraftvollen Atemübungen, die eine ganz spezifische Wirkung auf deinen Parasympathikus haben. Und wenn dich das interessiert, dann habe ich hier noch mal ein Video für dich verlinkt. Und dann kannst du sogar praktisch solche Übungen anwenden. Denn es ist ja immer eine gute Idee, eine gute Idee auch gleich umzusetzen. Der vierte Aspekt ist ein Thema, was die wenigstens auf dem Schirm haben. Das ist der Einfluss des Atems auf die Emotionen. Total unterschätzt. Die Natur hat es so angelegt. Jede Emotion, die wir erleben, korrespondiert mit einem entsprechenden Atemrhythmus. Ob wir es merken oder auch nicht. Ja, stell dir mal vor, eine Situation, wo du ganz glücklich, entspannt bist. Wie atmest du dann? Eher ruhig? Ein bisschen tiefer? Wie atmest du, wenn du aufgeregt bist oder wütend bist? Stockender? Oberflächlicher? Da gibt es so viele Nuancen. Ja? Denn oft erleben wir ja nicht nur eine Emotion, sondern einen ganzen Blumenstrauß an innerer Erfahrung. Und das Geniale ist, die Wissenschaft hat heute belegt, was die Yogis ehrlich gesagt schon lange wussten dass es keine Einwegstraße ist, dass wir das nutzen können. Das heißt, wir können bestimmte Atemrhythmen anwenden und dadurch ganz direkt die Emotionen beeinflussen. Ist das nicht genial? Ja, 2002 haben Filippo und Team einen sehr groß angelegten Versuch gestartet. Sie haben also Probanden gewisse Filme gezeigt und geguckt, welche Emotionen dadurch vermittelt werden, ausgelöst werden, haben gesehen, dass entsprechend der Emotion eben der Atemrhythmus sich direkt verändert hat. Und dann haben sie es umgedreht und haben gesagt, okay, wir lassen euch jetzt mal in diesen Atemrhythmen ähm, ein- und ausatmen und haben die Probanden gefragt, wie fühlt ihr euch denn? Und da war es sehr zuverlässig, haben gewisse Atemrhythmen genau die gleichen Emotionen in den Probanden ausgelöst. Und damit haben wir einen Schlüssel zu unserer emotionalen Intelligenz. Und die emotionale Intelligenz ist für den beruflichen Erfolg wichtiger als unsere kognitive Intelligenz. Das zeigen die neuesten Untersuchungen. Also, das sind die vier großartigen Einflüsse, die der Atem auf unser Leben hat. Erstens Einfluss auf die Energie. Zweitens unsere Fähigkeit zu fokussieren. Drittens die Fähigkeit zu entspannen. Und die Regulierung der Emotionen. Ja, und wenn du da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann freut mich das. Ich habe hier nochmal ein Video verlinkt und da kannst du direkt in eine sehr angenehme, entspannende Atemübung einsteigen und wisse, Übung macht den Meister. Du kannst das trainieren und damit diese Wirkungen sehr zuverlässig bei dir auslösen. Bis dann. Perfekt.